Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen parapsychologischen Gerätevideo. Ja, wir haben heute noch eine Art der Transkommunikation vor uns, und zwar das Portal. Aufwendig, ich brauche zwei Hände für, weil es halt zweiteilig ist, dazwischen hängt Kabel. Wo fangen wir an? Wir fangen am besten da an, wo wir wissen, wo es geht. Spirit Box, ich verweise auf das Video, aber noch eine kurze Erklärung, geht halt durch die verschiedensten Radiosender, scannt diese ab. Und in der Hoffnung, dass halt eine Entität in der Lage ist, diese zu manipulieren und dann hoffentlich irgendwas durchkommt. Man kann allerdings, was auch eine gute Variante ist, auf einer Frequenz bleiben, die eindeutig kein Radiosignal emittiert und hoffen, dass da was kommt. Ist aber zeitaufwendiger, ist halt für eher Langzeitsachen. So, ich habe noch kurz pausiert, weil ein paar Spaziergänger hier waren. Bin halt, wie gesagt, nicht am normalen Platz, geht momentan nicht wegen Baulärm. Will die Leute hier natürlich aber auch nicht stören. Immerhin, die gehen hier seit Jahr und Tag spazieren mit Hunden Gassi. Die haben hier definitiv Vorrecht. Ja, wo waren wir? Ich versuche das mal nicht allzu laut zu machen, wie gesagt, damit wir die nicht stören. Die meisten haben es ja wahrscheinlich schon gesehen. Kurz zur Erläuterung des Gerätes, also des Portals selbst. Ich habe es jetzt noch nicht an. Besteht aus mehreren Teilen, ist quasi ein Verstärker mit Filter. Ich versuche es mal zu zeigen. Hier sind die verschiedenen Knöpfe. Die Beschriftung wird man wahrscheinlich nicht lesen können, weil es schwarz auf schwarz ist. Ist jetzt nicht so clever gewählt. Quasi das hier ist An- und Aus Lautstärke. Das hier ist Tone. Und der Drive, der ist halt auch so für Hall und so ein bisschen gedacht. Das hier drüben, das Gerät ist der Filter. Und das hier ist halt Verstärker mit dem Hall. Ich mache es jetzt, wie gesagt, kurz mal an. So, wir stellen es mal auf so leise wie es geht erstmal, wenn niemand stören. Wichtig ist, man muss es an allen möglichen Stellen anschalten, also einmal den Hauptstrom an, dann hier Nebenstrom an, damit alles an ist, links und rechts quasi, und dann halt über die Lautstärke, ist gleichzeitig auch an und aus. Ich denke mal, das ist eine Lautstärke jetzt, wo wir auch niemanden stören, weil es ungefähr Sprachlautstärke in den Sachen ist. Und im Prinzip ist das nichts weiter, als dass hier die Spiritbox verstärkt wird. Das heißt, hier können wir dann noch Filter einstellen, indem wir hier ein Rad drehen. Wir können hier noch den Filter stark und schwach einstellen. Hier am Ton können wir halt den ein bisschen bearbeiten. Und hier, ups, man darf natürlich nicht parallel drankommen. Wie gesagt, sehr empfindlich. Und hier kann man halt mit dem Hall arbeiten. Tatsächlich kommt gerade irgendwie nichts durch. Ich mache mal kurz den Filter, das ist schon noch soft. Machen wir mal kurz aus. Das wäre ohne Filter. Da kommt nicht was durch, wie ihr hört. Mitfilter wird einiges rausgeholt schon. Und dann stellt man klassisch Fragen. Ich mache das mal aus. Wie gesagt, möchte die Leute ja auch nicht lange stören. Deswegen noch die Kurzversion. Auf unseren Suchungen werdet ihr sehen, setzen wir das oft ein. Ja, weil viele sagen, es bringt halt sehr gute Ergebnisse. Ich bin mittlerweile der Meinung, viele arbeiten relativ unsauber damit. Da nehmen den Filter nicht ernst. Überinterpretieren Ergebnisse. Wir haben bisher da noch nichts rausbekommen, was irgendwie sinnvoll klang. Und schätze mal, wenn wir jetzt die ganze Betriebszeit mal zusammenrechnen, haben wir bestimmt so 20 Stunden ungefähr damit schon gearbeitet. Und 20 Stunden null Ergebnisse, naja, spricht jetzt nicht gerade für eine effiziente Methode. Ja, man hört ab und an natürlich irgendwas, aber man muss es ja rausfiltern können zwischen was ist Radio und was nicht. Das Ding filtert relativ gut. Aber momentan ist es so, wenn wir den Filter entsprechend hoch einstellen, wie gerade eben, kommt mehr oder weniger nichts durch, nehmen wir ihn weg, kommt was durch, was auch nicht der Sinn der Sache ist, weil dann könnte man auch einen ganz normalen Kurs aus Spiritbox nehmen. Und es ist dann halt wieder eine rein Interpretationssache. Wie kann man etwas unterscheiden
was man dort hört, von einem echten Bruchteil eines Radiosignals. Man könnte natürlich parallel jeden Radiosender laufen lassen, das kontrollieren, ist aber viel zu aufwendig, ist auch Quatsch. Eine Alternativmethode ist, wie gesagt, die wir auch am Mann ansetzen, dass wir auf einer Frequenz bleiben, so 10 bis 30 Sekunden, ein paar Fragen stellen, schauen, ob Antworten kommen und dann halt weiterspringen. Bei ungefähr, dass er um 0,1 springt und eine Bandbreite so von 30 bis 40 hat, haben wir also 300 bis 400 mögliche Frequenzen, die wir hier abgehen. Wenn er jetzt, ich sag mal, nach mal einer halben Minute multipliziert, im Worst Case, ist man bei 200 Minuten, also sagen wir einfach großzügig 3 Stunden, die es dauert, ehe man quasi komplett eine Portalsession durch hat. Und es ist halt sehr, sehr aufwendig, aber nur so funktioniert es dann richtig. Und aktuell sehen unsere Ergebnisse halt nicht vor, dass es momentan Erfolg bringt. Wir werden das weiter versuchen, aber wie gesagt, momentan sind wir da pessimistisch. Wenn ihr also woanders seht, dass ein Portal gut klappt, dann überprüft, ist das sauber gearbeitet worden, ist das ein echtes Ergebnis, ist da bewusst was gefaked worden oder aber hat man hier die Technik vielleicht einfach nur ein bisschen falsch verstanden, etwas überinterpretiert. Das ist natürlich die Aufgabe des Zuschauers. Ich weiß, das ist schwer, gerade heutzutage, wo Betrügen und Faken ganz leicht ist. Die Technik ist ganz einfach dafür da. Und deswegen ist es auch wichtig, dass halt aber viele Gruppen immer versuchen, sauber zu arbeiten, wissenschaftlich zu arbeiten, nicht zu fälschen, denn nur so kann man die Glaubhaftigkeit bewahren. Wir bleiben nach wie vor dabei, wir werden hier nichts euch zeigen, von dem wir nicht wissen, was es ist, beziehungsweise wir werden euch Sachen immer nur dann zeigen, wenn wir sagen, alles klar, wir wissen, das waren wir, hier bitte nicht bewerten, oder alles klar, das waren definitiv nicht wir, das können wir uns auch nicht erklären, das ist was, oder halt das Mittelding zu sagen, wir haben was, wahrscheinlich waren es nicht wir, oder könnte das und das sein, haben aber dazu nichts gefunden, also was weiß ich, irgendwas kracht zusammen, wir finden aber nicht, dass irgendwas kaputt ist, nur das Geräusch, oder jemand sagt hi, und wir suchen das Gebäude ab und finden niemanden. Das sind dann solche Sachen, wo wir das euch trotzdem vorstellen, aber wo ihr das auch ein bisschen für euch interpretieren könnt. Ja, und damit sind wir schon wieder durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abo nicht vergessen, Like da lassen, ne? Kennt ihr ja mittlerweile. Supportet uns, das hilft dem Kanal und hilft damit auch der Wissenschaft und der Parapsychologie. Und mit diesen Worten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchungen machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.